Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 53 von City Skylines. Ja, wir sind hier drinnen im Spiel und haben ein neues Wohngebiet gemacht, was sich hier hinten befindet, oder noch nicht ganz neues Wohngebiet, ein Anfang davon, damit wir hier noch ein paar Arbeiter hinkriegen und hier wachsen kann. Da sieht gerade irgendwie doof da aus, da ist schon wieder was abzureißen. Verlassen, man sieht leider jetzt hier keinen Grund mehr, ne? Das wahre Müsli war das. Gut, dann müssen wir das wahre Müsli mal wegmachen. Und dann gucken wir mal hier rein. Sie bräuchten 12 ungebildete Arbeiter. Und die 16 sogar. Hier haben wir richtig Agrar ohne Ende. Neune. So, und hier hinten, was kommt hierbei weg? Drei Ungebildete. Keine Leute wohnen da, das ist schlecht. Da wohnen auch keine. Brauchen mehr Leute. Ja. Hier hatten wir flache Häuser gebaut. Da sind fünf Ungebildete. Da auch. Da auch. Da wohnt keiner wohl. Da sind vier Ungebildete drin. Da wohnt keiner. Da wohnt einer. Hochgebildete, gutgebildete und ein Ungebildeter. Okay. So. Ja, die sollen mal dahin fahren, da ist schon wieder eins zum Abreißen. Wie sieht's hier unten aus? Da fehlen Arbeiter ohne Ende. Alles ungebildete Leute fehlen hier. Das heißt, wir müssen hier weiter noch Wohngebiet bringen. Ja, ich denke mal, wir schmeißen hier noch ein paar Hochhäuser hin. Sollte eigentlich funktionieren, ne? Hier machen wir mal ein bisschen Kommerz noch hin. Damit die alle einkaufen gehen können auch. So geht das doch, oder? Daneben was Flaches. So sieht's doch ganz gut aus, oder? So. Hier machen wir was Hohes hin. Da auch, da auch. Hier kommt eine Straßeneinfahrt hin. Gucken, wie das sich ergibt. Verlängern wir hier noch ein bisschen. Kommerz dann hier vielleicht noch hin. Da, hier lassen wir zwei frei für Durchfahrten, die da später vielleicht noch hinkommen, die Straße hier rein. So, klatschen wir das alles mit Hochhäusern hier zu. So, das haben wir. Der Rest müssen wir gucken, ob wir das später nicht irgendwie bebauen. Hier werden schon Hochhäuser gebaut, das ist doch super. Sieht's mit Strom aus, sind sogar schon abgedeckt. Das ist doch cool. Wassertechnisch war doch so gut, ne? Genau. Hier der Friedhof, der muss noch Strom haben. Ah, da baut schon einer. Sollte gleich vielleicht hier auch dann eine Verbindung geben, würde ich sagen, oder? Müssen wir da oben noch ein Windrad mehr hinstellen?
So, passt schon, ne? Wie sieht's aus? Eine Verbindung? Nein, noch nicht. Ach so, da haben wir Kommerz hingemacht, das Stück. Deswegen klappt das nicht, wa? Da will kein Kommerz hin. Ah, doch, sind ja schon zwei. Ja, wird aber, oder? Diese Seite hält sich noch zurück. Ah, da kommt schon das nächste Gebäude. Ja, noch eins mitten rein und dann haben wir es geschafft eigentlich. Na? Ah, da ist die Stromverbindung hergestellt. Gut, das läuft. So, jetzt kann der Friedhof auch benutzt werden, in dem Sinne. Hier fehlen Arbeiter immer noch, aber es wächst weiter das Gebiet. Da ist leider kaputt. Ja, und hier ist natürlich jetzt das Gleiche passiert, weil keine Arbeiter da sind, ne? Aber die Arbeiter, die kommen ja jetzt dann auch, glaube ich. Was ist das? Nee. Schade. Gut. Wie schaut's hier aus? Da sind zwei Häuser, da müssen wir noch wieder abreißen. Macht aber alles einen soliden Eindruck jetzt, glaube ich, oder? Agrar braucht immer noch Leute. Was ist das denn hier? Wasserkraftwerk. Na, das brauchen wir gerade nicht. Unsere Zahlen hier unten sind natürlich auch gut. Wir kriegen mehr Leute. Wir haben Geld. Was wollen wir mehr? So, wie sieht's aus? Wächst zu. Macht eigentlich einen guten Eindruck, oder? Ja. So, Müll haben wir hier rechts. Feuerwehr haben wir, ein Arzt fehlt uns. Da haben wir das Krankenhaus. Das deckt auch alles ab. Friedhofmäßig. Ja, hier vorne fehlt es ein bisschen, ne? Schicksal. Oder wir bauen hier noch irgendwo ein Sanatorium hin. Vielleicht da. Komm, zack. Alle glücklich. Feuertechnisch ist das Viertel abgedeckt. Wie weit geht's nach hier? Ja. Sollten wir vielleicht hier eine Feuerwache reinstellen oder so. Vielleicht hier vorne eine auf jeden Fall hin. Ja, hier in der Mitte fehlt es irgendwie, ne? Und wie sieht's aus da? Ja, komm, eine dahin und gut ist. Hier hinten sind schon wieder Bauruinen. Ja, die Arbeiter fehlen. Die ungebildeten Arbeiter fehlen immer noch. Sind denn hier ungebildete Arbeiter? Das ist noch die Frage, ne? Nee, das will ich gar nicht. Ja, da wohnen Ungebildete. Wie ist die Bodenbelegung hier denn mit Agrar? Ja, da ist schon Agrar. Ist hier auch schon Agrar? Nö. Nee.
Dann machen wir die Straße hier einfach weiter. So, kurvenreiche Strecke machen wir dahin. Ja, so sieht es doch ganz gut aus, oder? Setzen wir da über. Ja, ich denke mal, da setzen wir über, ne? Ein bisschen näher ran hier. Straße kriegen wir da natürlich. Ja, doch, da geht sie vorbei, wenn. Komm, machen wir. Das eine Haus muss leider weichen. Gut. Passt. So. Achso, Wasser fehlt gleich dann da, ne? So, da geht, da bleibt es frei wegen der Straße. Gucken wir mal, was sagt's Wasser? Müssen wir noch weiter verlegen. Passt. Sind da noch Grundstücke ausgewiesen, die dann ohne Wasser sind? Ich glaube nicht, ne? Nein. So, feuertechnisch ist hier ganz schlecht. Nee, friedhofsmäßig ist das nicht Feuer. Da gibt's noch was, hier nix. Zack. Krankenhaus, wo ist das nächste? Nicht hier, da hinten ist eins. Ja, dann machen wir hier eine Arztpraxis oder sowas hin, ne? So, da geht eine Arztpraxis hin. Und hier vorne machen wir auch noch eine hin. Obwohl hier ist noch grün, da nicht. Haben wir eine Arztpraxis. Okay, Feuerwehr haben wir dann doch noch nicht, ne? Da hinten ist eine, die reicht bis da. Und hier ist eine, die reicht bis da. Das heißt, hier wirklich mittig... Macht Sinn, was hinzusetzen, aber ich glaube, da reicht dann auch eine kleine, ha? Ja. Passt. Ein Revier. Passt. Alles gut. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt können wir schon wieder Häuser abreißen, wegen ungebildet und so. Die fehlen hier immer noch. Hier ist auch noch so. Hm. So, weg ist es. Hier ist alles okay. Sieht gut aus, oder? Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.